Hallo, wir von BeamerShop24 möchten euch heute den Acer MWA2 MHL Wireless Adapter vorstellen. Der Adapter lässt sich auf HDMI-MHL-Basis vielseitig einsetzen, denn er bietet eine Fülle an Funktionen. Hierzu gehört einmal seine Wi-Fi-Einstellung, seine Miracast-Kompatibilität, aber auch seine DLNA-Kompatibilität. So haben wir praktisch mit diesem Dongle mehrere Geräte in einem, sodass wir auch auf den verschiedensten Wegen das Bild zum Beamer bringen können. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass der Projektor eine MHL-fähige HDMI-Schnittstelle hat, um den Dongle mit Strom zu versorgen. Wenn wir uns den Dongle einmal anschauen, sehen wir nämlich, dass er keinen Netzanschluss hat. Das heißt, der Dongle selbst wird vom HDMI-Anschluss mit Strom versorgt. Das hat natürlich den Vorteil, dass er sehr autark genutzt werden kann. Wir haben also in dem Moment nicht noch irgendwelche anderen besonderen Kabel am Dongle am Projektor hängen. Aber gucken wir uns jetzt einmal die einzelnen Funktionen an. Wir haben einmal die Möglichkeit, das Ganze per Wi-Fi zu beschicken. Heißt, wir können einen normalen PC, Computer, Laptop, aber auch einen Mac mit einer Software versehen und dann das Ganze per WLAN an den Dongle bzw. an den Projektor senden. Das Ganze geht natürlich auch mit der Acer eDisplay App von einem Smartphone oder Tablet aus. Und das Gute dabei, es funktioniert sowohl für Android, aber auch für iOS. Hier zeigen wir euch einmal eben kurz einen QR-Code, wo ihr euch das Programm auch eben für euer Smartphone oder euer Tablet runterladen könnt. Und wenn man sich die Acer eDisplay App einmal näher anschaut, wird man sehen, wie einfach sie zu handhaben ist. Was den Dongle auch noch sehr interessant macht, er ist auch direkt Miracast-kompatibel. Heißt, wir können von Android-Geräten mit einer Miracast-Funktion direkt das Display spiegeln. Und das Interessante dabei ist, das Display wird so angezeigt, wie wir das Smartphone halten. Sei es jetzt ganz normal vertikal, aber auch horizontal. Natürlich gerade für Präsentationen auch eine sehr praktische Sache. Und was auch noch sehr interessant ist, wir können das Gerät zu Hause auch in das DLNA-Heimnetzwerk einbinden. So können wir den Projektor auch gleich zu Hause vom Netzwerk aus ansprechen. Anhand des Acer H7532BD schauen wir uns nun einmal an, wie der HDMI-Anschluss gekennzeichnet sein muss. Hier haben wir einmal zwei HDMI-Anschlüsse. Einer von den HDMI-Anschlüssen bietet hier die MHL-Kennzeichnung direkt hinter dem HDMI. So sehen wir, dass dieser HDMI-Anschluss genügend Spannung bietet, um den MHL-Dongle mit Strom zu versorgen. Des Weiteren sehen wir hier unten noch das MHL-Logo bei den Features. So können wir auch nochmal davon ausgehen, dass der HDMI-Anschluss MHL-kompatibel ist. Neben diesem Projektor gibt es von Acer auch noch weitere Geräte, wie zum Beispiel den H5370BD oder den K335, die ebenfalls MHL-fähig sind. Aber neben den Acer-Projektoren können wir den Acer MHL-Dongle auch noch für andere Geräte nehmen, denn er ist jetzt nicht an Acer-Geräte gebunden. Heißt, wenn wir jetzt Projektoren von anderen Herstellern haben oder auch Displays oder TV-Geräte, die über einen MHL-fähigen HDMI-Anschluss verfügen, können wir diese dort einfach anschließen. Alles in allem lässt sich sagen, dass der Acer MHL-Dongle ein wirklich sehr praktisches Device ist, da wirklich sehr vielfältig eingesetzt werden kann, sei es jetzt am Projektor, am TV-Gerät oder auch am Display. Wir haben viele verschiedene Anwendungsmöglichkeiten, die wir nutzen können, sei es jetzt im Büro, von der Präsentation her, vom Notebook oder auch vom Mac, vom Tablet, vom Smartphone, sei es jetzt iOS, sei es Android, kein Problem, aber auch für zu Hause sehr interessant, sei es jetzt mit der DLNA-Einbindung oder mit Miracast vom Handy aus, sprich vom Android-Handy, um da Bilder zu zeigen oder auch vielleicht zu spielen oder Filme zu schauen. Und natürlich nicht zu vergessen der Digital Signage-Bereich. Wir können also praktisch auch einfach von einem kleinen Notebook oder irgendwas, was WLAN hat, das Ganze einfach kabellos ansprechen, um unsere Werbebilder oder Ähnliches an den Projektor zu senden oder halt an das Display. Wichtig ist halt nur, dass das Ganze einen MHL-fähigen HDMI-Anschluss hat. Wir hoffen, wir konnten Ihnen den Acer MWA2 MHL-Dongle etwas näher bringen und würden uns freuen, Sie auch bei unserem nächsten Video erneut begrüßen zu dürfen. Vielen Dank!